Feuerwehrfechter. Herr Heidmann, wo sind wir hier, was hier passiert? Wir sind hier in Fechter in der Thomas von Aquinstraße. Wir sind um 18.46 Uhr in etwa hierher gerufen worden zu einem Pkw-Brand im Kap. Die Lage stellte sich dann aber anders dar. Ja, grundsätzlich war das richtig. Es waren aber mittlerweile 4 Pkws unter dem Carport, die im Vollbrand standen, mit einer enormen Hitzeentwicklung und Ausdehnung auf das Gebäude. Können Sie beschreiben, wie schwer Gebäude und Carport beschädigt sind? Ja, die 4 Fahrzeuge haben Totalschaden, das Carport auch. Und alle 3 bis 4 Wohnungen, die dort sind, oder 4 Wohnungen, die dort sind, sind auch schwer beschädigt. Ist das Haus weiterhin bewohnbar? Das ist ein großes Doppelhaus mit 8 Parteien oder 10 Parteien, glaube ich sogar. Die rechte Gebäudeseite wird, denke ich, nicht bewohnbar sein. Wie stark ist die Feuerwehr hier vertreten? Wir sind aktuell mit 4 Feuerwehren vor Ort und etwa 100 Einsatzkräften. Können Sie mir beschreiben, wie die Feuerwehr hier vorgegangen ist? Ja, unsere Hauptprämisse war erstmal, an den PKWs konnten wir nichts mehr retten. Wir brauchten unbedingt eine Riegelstellung zum Gebäude, um größeren Schaden noch zu verhindern.